Aus Köln-Ehrenfeld erreicht Stefan Sindera und Daniel Klattmann ein besorgniserregender Notruf. Ein 7-Jähriger ist spurlos verschwunden. Wie ist sie? Ebel? Melderin war Frau Ebel und vermisst ihren 7-jährigen Sohn. Ich denke mal, ja, der wird hier irgendwo im Wald wahrscheinlich spielen, ne? Ja, es gibt doch nichts Besseres, oder? Als wenn du Kinder irgendwo im Wald spielen hast oder auf irgendeiner Wiese, anstatt jetzt irgendwo drinnen. Wobei dich natürlich auch schnell verlaufen kannst, ne? Ja, das schon, aber hast du deinen Sohn lieber im Wald irgendwo Tiere gucken oder Pflanzen suchen oder vor der Xbox? Ja gut, klar, lieber im Wald. Als die Beamten auf die Mutter treffen, wird klar, möglicherweise ist der Junge gar nicht weggelaufen. Vielleicht wurde er Opfer eines Verbrechens. Also mein Sohn Timo, irgendwo in dem Wald, ich mache mir so solche Sorgen, ich habe Panik. Ja gut, das verstehe ich natürlich als Mutter. Wie alt ist der Timo? 7. 7 Jahre alt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn Sie sich mal umgucken, der Wald ist relativ groß. Ja, ne? Also in diesem Bereich waren wir. Wir haben dafür ein Projekt gesammelt in die Schule. Ja, was haben Sie gesammelt? Pflanzen gesammelt. Pflanzen, genau. Okay. Pflanzen und bestimmte Arten von Pflanzen. Und in dem Bereich haben Sie ihn auch in zuletzt gesehen? In dem Bereich waren wir. Und dann habe ich kürzlich was angeschaut, dieser Ameisenkugel. Und dann war er plötzlich weg. Also ich weiß es nicht, wie einfach, vielleicht, als ob jemand dann einfach so geklaut hätte. Und Wie lange ist das Ganze denn jetzt her? Das ist schon eine halbe Stunde. Die Beamten durchsuchen zunächst den Nahbereich. Dabei fällt Stefan Sindera ein beißender Geruch auf. Die Ursache findet er wenige Meter entfernt. Daniel! Timo! Ja, bitte? Daniel, guck mal da hinten. Was? Da brennt ein Fahrzeug. Oh je, ja, da müssen wir mal schnell hin. Wir sind sofort wieder bei, ne? Hör mal, Daniel! Daniel, hol du das Fahrzeug, ich geh hin. Was? Wegen Feuerlöscher. Ach, scheiße. Ja? Stefan Sindera kontrolliert zunächst, ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden. Doch der Wagen ist glücklicherweise leer. Die Brandursache ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Ist Ihnen das Fahrzeug hier vorher schon aufgefallen? Nein, dann habe ich, schauen Sie mal. Ach Gott. Bleiben Sie bitte da, ja? Hallo? Hallo? Hey! Okay. Arnold, für den 1525. Arnold, ja? Schickst du uns mal bitte an den Einsatzort, Bachemer Landstraße, bis ganz am Ende zur Schranke. Ganz schnell ein RTW, wir haben hier eine verletzte Person und ein ausgebranntes Fahrzeug. Den Spuren nach zu urteilen, wurde der Wagen mit Hilfe eines Benzinkanisters absichtlich in Brand gesetzt. Der bewusstlose Mann hat dabei schwere Verbrennungen erlitten. Was natürlich immer ein bisschen für uns fatal ist, als eingesetzte Polizeibeamte, wenn wir zwei Einsätze gleichzeitig laufen haben. Wir sind ja hier wegen dem kleinen Timo und hier galt es ganz schnell wieder auf die Suche zu gehen. Und also wie die Sanitäter da eingetroffen sind, war auch klar, wir müssen Timo finden. Timo! 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 Ach, guck an. Wo warst du doch die ganze Zeit? Ich habe dich so. Wo waren Sie, Schatz? Hallo. Also, ich habe einen Hasen gesehen, bin ihm hinterhergerannt, habe dann ein Auto gesehen, wollte es anfassen, dann kam mein Mann, schwarz gekleidet. Ich hatte Angst, bin weggerannt, habe mich da hinten versteckt, hat das Auto angefasst, wollte es aufmachen, hat sich aber dabei die Hand verbrannt. Wie, du wolltest das Auto, er wollte das Auto aufmachen, dieser Mann oder was? Ja. Wollte der irgendwas von dir? Hat er dich irgendwie angesprochen oder wollte dich da ins Auto zerren? Nein, ich bin einfach weggerannt. Also der hat dich gar nicht gesehen? Ja. Ja? Vorher bist du dem Hasen hinterhergerannt, wolltest ein bisschen, fangen wolltest du den, hast du den dabei gesehen, wie der versucht hat, das Auto anzuzünden oder wie? Der Mann. Es war schon angezündet. Es war schon angezündet, alles klar. Und du sagst, du hast dir die Hand verbrannt? Er hat sich die Hand verbrannt, alles klar. Gut, also dir geht's soweit gut. Nichts ist passiert. Hast du denn da noch irgendwelche anderen Menschen gesehen an dem Auto oder nur diesen einen Mann? Puh, nur den. Nur den. Und dann bist du dann auch ganz schnell weggerannt? Ja. Und der hat dich gar nicht gesehen? Ja. Weißt du denn so ungefähr, wie der Mann aussah? Kannst du den so ein bisschen beschreiben? Schwarz gekleidet. Schwarz gekleidet, okay. Sonst noch irgendwas? Nein. Nur keine Besonderheiten, also mir ist dir nicht aufgefallen. Also erstmal nur schwarz gekleidet. Okay. Hatte der, also von den Haaren hattest du irgendwas gesehen? Hatte der kurze Haare, lange Haare?
einen Zopf. Der hatte einen Zopf? Zopf ist schon mal gut. Dankeschön. Hör mal, dann ist es aber so, dass der da liegt... Es ist wahrscheinlich nicht derjenige, den er da gesehen hat. Es sei denn, die Flammen haben ihm sein Haar abgeflammt. Keine Ahnung. Der ist A, nicht schwarz gekleidet. Und B, hat er ja ganz andere Klamotten an. Ne? Mhm. Das heißt, eventuell haben wir noch eine zweite Person. Mich wundert sowieso, warum er da liegt. Ne? So, Sie warten, wir kommen gleich. Was hast du? Ja, da ist niedergeschlagen worden, der Kollege. Wie? Gerade eben. Was ist passiert? Da kam plötzlich ein schwarze Kleid, aggressiver Typ entgegen und hat mir eine reingehauen und ist mit dem Patienten abgehauen. Schwarz gekleideter Typ? Mit Pferdezopf? Ja. Polizeioberkommissar Stefan Sindera will umgehend die Nahbereichsfahndung einleiten, als die Mutter des Siebenjährigen eine unfassbare Entdeckung macht. Mein Auto ist weg. War das Ihr Mietchen Reifen gerade? Mein Auto, ja. Ist gerade... Was ist denn hier los? Ist jetzt weg. Haben Sie noch jemanden damit wegfahren sehen? Nein. Erstmal Kind und jetzt Auto. So, warte, bevor ich an die Leitstelle gehe, sagen Sie mir, wenn Ihr Fahrzeug jetzt weg ist, ist Kennzeichen. Nachdem Stefan Sindera die Leitstelle informiert hat, fällt ihm ein achtlos hingeworfenes Fahrrad am Straßenrand ins Auge. Ich habe während der ganzen Zeit, während wir jetzt hier im Einsatz waren, kein anderes Fahrzeug gehört, außer ein einziges, wo gerade die Reifen gequetscht haben. Jetzt gerade, richtig. Genau. Richtig, genau. Das heißt, der ist vermutlich dann mit dem weg. Mit dem anderen kann er ja nicht weg sein. Und dann würde ich auch dem das Fahrrad zuordnen. Wir lassen das hier mal liegen. Wir lassen das hier mal liegen. Das soll sich Karl gleich alles angucken. Wollte ich gerade sagen. Das ausgebrannte Auto muss sich eh gleich die Feuerwehr inklusive Karl angucken. Das Fahrrad lassen wir liegen, wegen den Spuren. Bevor sie den Tatort verlassen, nehmen die Beamten das in Brand gesetzte Auto in Augenschein. Eine Halterfeststellung ist glücklicherweise auch ohne Kennzeichen möglich. Also normalerweise, wenn wir ein Fahrzeug identifizieren wollen und wir haben kein Kennzeichen, so wie hier, die sind abmontiert, dann ist es halt so, dass es eine Fahrzeugidentifikationsnummer gibt. Daraus können wir natürlich auch ermitteln, wem das Fahrzeug gehört. Die neueren Fahrzeuge, die haben das alle vorne im Sichtbereich der Scheibe. Haben wir hier nicht, das ist dann hier im Motorblock. Aber da kümmern sich gleich die Kollegen von K drum. Und ja, wir bringen jetzt hier die Mutter und ihren Sohn erstmal in die Stadt. So, dann soll das K machen. Damit können die Beamten den Fall allerdings noch lange nicht zu den Akten legen. Weder ist die Identität des schwer verletzten und entführten Mannes geklärt, noch gibt es eine Spur des gestohlenen Fahrzeugs. Auch das Motiv für die Brandstiftung ist bisher nicht bekannt. Von der Leitstelle gibt es neue Informationen. Arnold für den 1525. Ja, Arnold hört. Wir haben die Frau Eberl jetzt mit ihrem Sohn zu Hause abgesetzt. Gibt es irgendwelche neue Erkenntnisse zum verbrannten Fahrzeug? Ja, zum verbrannten Fahrzeug gibt es keine neuen Erkenntnisse. Allerdings wurde in einer Zellensiedlung unterer Oberer Kommarweg wohl der Wagen gefunden, nachdem gefahndet wurde. Könnt ihr übernehmen und dahin fahren? Wir sind eine Minute da, kannst du mal sagen. Wir sind in einer Minute da, wir sind ganz in der Nähe. Übernehmen. Ja, das hoffe ich mit. Na gut, dann haben wir wenigstens schon mal das muss ja mal Glück haben. Gestohlene Fahrzeug. Glaube ich nicht, dass wir da dann noch jemanden antreffen. Willst du sehen? Hier. Du gehst jetzt mit da rein, du! Ich hab dir gesagt, du gehst mit! Hey, Polizei! Rein! Ich geh nicht mit! Auf den Boden! Auf den Bauch! Du sollst dich auf den Bauch legen! Hey, behalt die Nerven! Auf den Bauch legen, los! Was haben wir denn mit dir? Auf den Bauch legen, los! Ja, was wollt ihr hier? Oh, zack! Das ist eine Hure, die steht da drauf, ich hab dafür bezahlt! Das ist eine Hure, ja, ist los? Komm, so, warte! Hey, behalt mal die Nerven, Jungs! Hast du? Wir haben die Nerven, du offenbar nicht. Jetzt siehst du, was du davon hast! Der höchst aggressive Mann ist schnell dingfest gemacht. Von der bedrängten Frau erhoffen sich die Beamten nähere Informationen zum Hintergrund der Attacke. So, hervorragend. So, dann machst du dir ein bisschen gemütlich. Wir kommen gleich nochmal zu dir, ne? Kannst dich auch ein bisschen entspannen. Vorsicht, es tut weh. So. Nun haben wir ihn eingesackt. Sie sind die Frau? Ja, Klappmann, hallo. Hallo. Wir nehmen Marion Hart. Ich bin, Warte mal, was ist, hier ist ja noch jemand drinne. Was ist das? Vorsicht. Ich mach wieder zu. Ja, ruf mal sofort einen LTW. Das ist der Verletzte. Meine Fresse. Können Sie mich verstehen? Anton! Arnold, können Sie mich 1525. Verstehen? Hallo, die Polizei ist hier. Ja. Ja, können Sie mich verstehen? Ja. Ja, Sie sind der Herr. Wir haben hier das verletzte Opfer gefunden in dem gestohlenen Fahrzeug hier am Komarweg. Schick uns mal ganz dringend einen RTW. Wir haben also Täter und Opfer hier. Okay, alles klar. Bleiben Sie jetzt erstmal
Wollen Sie hier drin liegen bleiben oder wollen Sie nach draußen? Anton! Ja, alles klar, das hab ich mit. Raus oder im Auto bleiben? Wie willst du es haben? Raus. Raus? Raus, raus. Okay, komm her. Wir müssen ihn mal zusammen rausnehmen. Der Mann ist zwar nicht lebensbedrohlich verletzt, dennoch braucht er dringend medizinische Versorgung. Während die Beamten auf die Sanitäter warten, kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Alles scheiße gelaufen. Die machen nur Scheiße, die zwei. Was ist denn überhaupt passiert? Was soll das Ganze denn jetzt hier? Ich bin hier gerade wirklich überfallen worden. Das alles ist der Bruder von meinem Ex-Freund. Okay, Moment. Jetzt lassen wir erstmal die Dame reden. Das ist der Bruder von meinem Ex-Freund. Ich bin froh, dass ihr gerade gekommen seid. Ihr habt ja gerade gesehen, er hat mich hier total überfallen und hier voll am Arm gerissen. Und, ist das der hier? Der Anton Gran, ja? Ja, genau, das ist der. Das ist Ihr Freund? Das ist mein Ex-Freund. Oder Ex-Freund. Das ist mein Ex-Freund. Ja, aber warum hat er sie denn jetzt so hart angepackt? Der wollte ja regelrecht auf sie los. Der wollte mich ins Auto zerren, der wollte mich mitnehmen. Wohin denn? Weiß ich nicht. Der hat gesagt, ich soll mitkommen. Er hat mich aus der Wohnung gelockt. Ich habe den über eine Woche nicht gesehen. Ich habe mich vor einer Woche warum von dem getrennt. Ganze? Warum das Ganze? Ich habe mich vor einer Woche von dem getrennt, ja, weil ich mitbekommen habe, dass der krumme Dinger dreht. Was heißt krumme Dinger? Die sind kriminell, die zwei. Die bauen nur Scheiße. Quatsch. Ja gut, aber es ist ja ein Unterschied, jetzt, ob sie ein Pferd klauen oder was weiß ich. Jetzt müssen sie dann wischen. Anton hat mir erzählt, dass die vor 2 Tagen, als er mit seinem Bruder zusammen eine Bank überfallen hat. Okay. Und mit seinem Auto. Mhm. Und dass die dann das Auto vernichten wollten. Und der Felix, der Bruder, der sollte das Auto in Brand setzen. Das war wahrscheinlich das, was wir gefunden haben. Ja, ja. Und brennt, klar. Und dabei ist dann irgendwas schiefgelaufen. Der ist nicht nach Hause gekommen, ja, und dann hat der Anton in den Wald gesucht. Ist mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, ja, und hat ihn dann da gefunden. Dann waren wohl Sanitäter am Platz und dann hat er die Sanitäter zusammengeschlagen, ja, und hat den Felix mitgenommen. Ja, das macht die Sache natürlich ganz, ganz rund, also Ihre Zeugenaussage jetzt. Gut, um die Sache jetzt abzukürzen. Wir benötigen Sie jetzt gleich auf der Wache für eine Zeugenaussage. Ja, wir bestellen gleich noch ein zweites Einsatzmittel, weil wir Ihren Ex-Freund mit auf die Wache nehmen müssen. Er ist natürlich vollständig festgenommen. Er ist auch vollständig festgenommen, wird aber erstmal versorgt von den Rettungssanitätern. Wir warten jetzt erstmal, bis RTW da ist und Sie werden dann vom 2. Einsatzmittel mitgenommen zur Wache und dort alles weiter. Ja, ja, wir hatten noch auch eine Erfahrung hier für diesen Banküberfall. Hatten wir doch vor 2 Tagen ein Ding da. Dann sind das die beiden. Das werden die beiden sein, natürlich. Heute ist uns ein ganz großer Fisch ins Netz gegangen. Wir hatten nämlich auf der Wache auch eine landesweite Fahndung nach zwei maskierten Tätern, die eine lokale Bank hier in Köln überfallen haben. Die haben 10.000 Euro erbeutet und gut, das liegt dann für jeden Streifenwagen aus. Und dass wir jetzt heute das Glück hatten, die beiden, dieses Brüderpaar da zu fassen, das ist natürlich ein sehr glücklicher Umstand. Zudem jetzt auch das Geld gefunden wurde, es war in einem Schließfach, die kompletten 10.000 Euro. Ich denke mal, die beiden hatten jetzt auch vor, sich abzusetzen. Gut, jetzt hat die Lebensgefährtin da nicht mitgespielt und ja, wir können froh sein.